Mit lustigen Videos über den kulturellen Unterschied zwischen dem Schweizer und dem Ausländer ist der Bendrit Beira bekannt worden. Ein richtig grosser Social-Media-Star. Das langt ihm schon lange nicht mehr. Mittlerweile hat er einen Film gemacht mit dem Beat Schlatter, Flitzer. Und er verkauft Autos. Und ich bin sicher, er will noch ganz, ganz viel mehr erreichen in seinem Leben. Darum ist er heute da. Herzlich willkommen, Bendrit. Danke vielmals. Ich muss dich natürlich fragen, wie viele Stunden bist du heute schon online gewesen? Selber, ich bin wirklich nie wirklich viel online gewesen. Ich benutze viel WhatsApp, aber Social Media selber bin ich im Fall am Tag. Viele denken, dass ich die ganze Zeit wahrscheinlich aktiv bin, überall auf allen Plattformen. Checkst du, was da so abgeht? Gar nicht. Ich bin überhaupt nicht der Typ, der Statistiken muss checken. Gar nicht. Ich bin am Tag vielleicht, sagen wir, 1,5 Stunde auf Social Media. Das ist wahrscheinlich das ist nicht unter gelogen. Dem Durchschnitt. Wirklich, 100% nicht gelogen. Ich bin so selten auf Social Media. Das glauben wir alle nicht, ich weiß es. Aber auch wenn mich Leute privat dann sehen, sagen sie, hey, du bist eigentlich wenig am Handy. Und ich bin total anti, wenn ich mit Kollegen bin, wollte ich das geniessen in dem Moment. Ich sehe es ja öfters, mit meinen Kollegen auch, dass sie die ganze Zeit am Umtippen sind. Das wollte ich eigentlich gar nicht mehr. Aber seit lang habe ich das gemacht und irgendwann habe ich gesagt, nein, für was? Ich bin rausgegangen mit einem Kollegen, bin wieder heim und ich weiß, was wir geschnurrt haben. Die ganze Zeit nur am Handy am Tippen. Das ist dann Schwachsinn. Oder? Das entspricht nicht dem Klischee vom Social Media Star, der 209.000 Followers auf Facebook hat und etwa 60.000 auf Instagram. Das ist richtig, richtig viel. Mhm. Das hast du in einer Zeit geschafft, wo glaube ich, auch so ein bisschen wirklich der Boom war für die ganzen Influencer. Wie wird man das? Und wäre das heute auch noch so möglich, wie es 2015 möglich war? Es ist schon möglich, aber es ist sicher schwerer geworden. Weil jeder macht das irgendwie jetzt plötzlich so. Plötzlich hat jeder wollte Fashion-Blogger werden, jeder andere wollte Fitness-Model werden, was auch immer. Ich glaube, ich bin an der richtigen Stelle, am richtigen also an der richtigen Zeit, am richtigen Ort gewesen, so. Und eben der ganze Boom dann plötzlich kam. Alle wollten Facebook machen, alle haben Facebook benutzt, also die Leute, die das konsumieren. Und ich hatte dann noch ein Thema, das das noch niemand gemacht hat in der Schweiz. Also eigentlich alles so Pluspunkte und Vorteile für mich. Also null Nachteile eigentlich. Und dann hat es irgendwie geklappt. Ich hatte das gar nicht geplant. Ich habe ja, mein erstes Video ist schon um 4 Uhr morgens entstanden. Also völlig. Am Morgen um 4 Uhr, das glaube ich auch fast nicht. Erzähl mal, was hast du denn genau gemacht? Das war einfach ein Scherz. Du hast mal schnell etwas inszenieren. Und dann... Gar nicht. Ich habe mein Handy vorher genommen und ich hatte einen Gruppenchat mit meinen besten Kollegen. Mhm. Und da habe ich das Video gemacht, wo ich einfach so in die Kamera schreie. Und mein Vater ist am Schlafen in seinem Traum. Ich habe es völlig vergessen. Es war 4 Uhr morgens, es ist ja logisch, dass er am Schlafen ist. Und dann habe ich das mit meinen Jungs im Gruppenchat geschickt, im WhatsApp. Und alle so, hey, post das auf Facebook. Ich so, nein, hört auf damit. Was haben die Leute dann denken? Und meine Verwandten und so gehört nachher mein Daddy voll mich beleidigen auf Albanisch. So, natürlich verstehe ich aber, dass er mich beleidigt hat. Er war am Schlafen, er musste früh aufstehen am nächsten Tag. Und dann meine Kollegen mich voll überredet, post das. Und ich so, also gut, ich poste. Postet. Und ich habe damals eben wirklich keine Videos gemacht, nichts. Ich hatte 300 Freunde auf Facebook, also ein normales Facebook-Profil. Aber ich habe es öffentlich gestellt. Einfach gedacht, okay, dann sehen sie ein bisschen mehr. Und am nächsten Tag 800 Likes. Ich so, was habe ich angestellt? Dann ist es abgegangen und dann haben die Leute geschrieben, hey, mach mehr, wir wollen mehr sehen und so. Und ich habe gedacht, hey, das ist mein erstes Video und wird wahrscheinlich das letzte sein. Aber dann sind so viele Nachrichten gekommen, dass ich gedacht habe, ach komm, wir machen noch ein zweites. Und ich sagte, dann ist es fertig. Und vom zweiten sind dann knapp 200 geworden. Mein Gott. Und dann hast du dich angefangen mit dem Thema spielen, Ausländer, Schweizer. Du hast es auch vorher gesagt, das war natürlich damals ein Novum. Hat niemand gemacht. Super Thema. Da hast du auch gerade deinen Papi lanciert und deine Mami, also die ganzen Klischees. Ich glaube, wir schauen einfach mal schnell rein, dass wir wissen, von was wir reden. Übrigens, spannend, da steht jetzt die ganze Zeit «Coming soon». Also ich meine, auf Social Media bist du ja eigentlich mittlerweile fast inexistent, lustigerweise, im Moment. Ja, ich sage schon seit 2015, einer hat mir einen lustigen Kommentar gebracht. Ich wollte seit 2015 etwas Grossartiges Neues machen. 2016 habe ich gedacht, okay, wir machen das so. 2017 habe ich dann gedacht, okay, wir machen jetzt eine Pause. Ein bisschen. Und 2018 habe ich gedacht, weißt du was, komm, das tun wir jetzt an. Und das kommt gut. Es kommt etwas. Ich weiß noch nicht, wann. Aber es kommt es kann auch 2019 werden. Wenn wer weiß, so ich kann für nichts garantieren. Das ist bei dir kommt glaube ich, alles sehr instinktiv aus dem Buch raus. Voll. Ist das so? Ich plane nichts. Ich mache nicht irgendwie wirklich so Terminkalender machen, das Video kommt dann, das Video kommt dann. Ich schaue nicht, was momentan Hype ist, dass ich auf das ein Video mache. Ich poste es einfach so, wenn es mir dann einfällt. Und dann mache ich es einfach. Und die Leute haben es aber, glaube ich, ein bisschen gern. Weil jeder Hype, wenn jemand das Video macht, wo gerade etwas in ist, so das Thema, keine Ahnung, was das Thema jetzt wäre, dann merken die, okay, das ist einfach auf Klicks hinaus. Und das
habe ich nie wählen. Ich schaue nie auf Klicks, nie auf Likes oder so. Das muss wirklich einfach das, was mir Spass macht. Und wenn es den Leuten noch Spass macht, dann ist es cool. Dann habe ich auch Freude daran. Aber wenn ich nur das mache, was ich, wo ich am meisten Klicks holen kann, macht es keinen Sinn. Das ist so ein bisschen... Ich glaube, dann wärst du nicht so erfolgreich, weil das ist eines von deinen, finde ich, wirklich Assets, die du hast. Du bist so natürlich, wenn man das jetzt anschaut. Man hat echt das Gefühl, bei ihm daheim geht es so ab. Wenn ihr nämlich ein Schweizer Bärli und ein männliches Bärli. Wir schauen jetzt da mal schnell rein, oder? Da spielst du jetzt. Hallo, mein Knügel, ich bin daheim. Hoi, mein Schatz, wie war dein Tag? Ja, es war ein bisschen ein anstrengender Tag, aber ja, so ist es halt, ja. Was gibt es zum Essen? Ja, also Schatz, ich hatte einfach keine Lust und ja. Du hast schönen Bauch. Der schöne Sixpack. Ja, Wahnsinn. Also, du bist dir auch für nichts schade. Nein, jetzt nein. Aber nur schon, wie ist das denn eigentlich bei euch daheim? Die Rolle von Mami und von Papi. Man fragt sich ja dann, und du streitest es immer ab, wie läuft das denn bei euch? Wer hat denn da die Hosen an? Und was spielt die Mutter für eine Rolle? Ich bin ganz ehrlich, jeder wundert sich an meinem Vater. In der Familie zum Beispiel oder Kollegen von ihm oder einfach jeder, den ich es erzähle. Mein Vater tut Staubsaugen, mein Vater kann Wäsche machen, macht es auch. Mein Vater kann kochen, nicht viel. Ich kann das auch nicht. Kochen, es liegt mir einfach nicht. Das ist etwas, was ich nicht kann. Aber das ist nicht will. Aber mein Daddy ist eigentlich schlimmer als der Schweizer auf dem Video. Genau so. 100%. Alle glauben, dass sagen, ich beweise es euch, ich nehme es mal auf und ich schicke es euch, ich sehe es. Einfach mein Daddy am Staubsaugen. Für ihn ist das nicht überhaupt nicht zum Diskutieren eigentlich. Das ist wie so normal. Und wie sieht es mit der Mami aus? Meine Mom, genau das Gleiche. Also, sie denken, dass sie jetzt muss kochen. Aber klar, sie kann am besten kochen von uns daheim. Also, wer macht es denn? Meine Mama. Ich helfe ihr natürlich. Ich will ihr ab und zu helfen. Keine Rüebli-Schelle oder so. Aber nur mal das kann ich. Ich kann es nicht. Nicht. Woher kommen denn die überspitzten Klischees? Ja gut, das sind Klischees, die natürlich jeder Albaner kennt von sich selber, was man hört. Man sagt natürlich, Albaner sagen Machos. Klar gibt es das. Absolut. Überhaupt nicht zum Abstreiten. Aber ich habe dann genau die Klischees genommen und denke, ja gut, es ist natürlich zum Lachen, weil jeder lacht über die Klischees und jeder findet es lustig. Und Schweizer Klischees ist natürlich das, wo jeder gewusst hat, okay, das ist brav, alles läuft sauber, nie Streit in der Familie. Genau, alles emanzipiert. Alles tiptop und ja, Mann kochen, die Frau, keine Ahnung was. Es gibt sogar Hausmänner sogar jetzt. Ich meine, was ist das in dein Bild rein? So. Ja, Hausmann ist schon ein bisschen strange. Findest du nicht? So, es ist ein bisschen komisch. Also ich könnte jetzt nicht ein Hausmann sein, wenn meine Frau kommt arbeiten und kommt nachher heim und ich schaue so da, Schatz, ich habe die ganze Zeit auf dich gewartet, ich habe für dich gekocht. Das geht. Also, oder Kind geschaut. Ja, also ich finde es ein bisschen strange. Also, ich fühle mich da nur komisch. Wie sieht dein Beziehungsmodell aus? Ah, meine Frau soll sich um meine Kinder kümmern, also um unsere Kinder kümmern. Und ich kann arbeiten oder was auch immer dann. Also das klassische Rollenmodell. Ja, ich finde es so cool. Die darf nicht arbeiten. Mal, sicher darf sie, aber ich will natürlich, dass sie nicht muss. So. Was ist denn, wenn sie will? Klar, kann sie machen, kein Problem. Ich meine, meine Mama ist ja da, ihre Eltern werden dann da, die auf unsere Kinder aufpassen oder Krippe im Notfall. Aber ich meine, ganz ehrlich, ich glaube, jede Frau wird sagen, ich will arbeiten. Und wenn ich sage, du musst nicht, ich kann ja alles ernähren und alles ist easy. So, dann das wird wahrscheinlich die Schweizer Frau nicht, dann müsstest du wieder in eine albanische Frau. Aber ich frage mich, warum? Wieso will das eine Frau nicht, ganz ehrlich? Ist doch... Weil eine Frau doch heute auch Spass hat am Arbeiten. Ja, aber es ist doch auch schön, mit eigenen Kindern zu sein. Ich finde das, also ich würde es schön finden. Ich stelle mir nur vor, wenn ich eine Frau wäre, ich würde es mega schön finden, mit meinen Kindern dort zu sein, den ganzen Tag. Deswegen. Und dann könnte ich dich ja fragen, dann könntest du einen Teil daheim nachher gestalten. Ja, aber ich würde mich so 50, komisch 50. fühlen. Willst du nicht als Mann fühlen? Ja, wenn ich jetzt daheim muss und meine Frau muss arbeiten und Cash einbringen. Das ist ein alte Weltbild. Ja, aber weißt du, also ich finde es aber nicht negativ, dass meine Frau muss daheim bleiben. Aber ganz ehrlich, ich würde mich auch als Mann strange finden. So, hey, nein, meine nicht Frau so muss arbeiten. Männlich, sie bringt Geld heim. Und eigentlich muss es umgekehrt sein. Und irgendwie, ich könnte das nie so akzeptieren. Ich weiß nicht. Das sind doch auch noch ein paar Klischees. Ja, ein bisschen Albaner bleibt in mir drin. Ja, gibt es eine Frau in deinem Leben? Es gibt eine, klar, ja. Ja. Also so eine richtige Beziehung? Ja, das gibt es. Ich tue das natürlich nicht an die grosse Glocke hängen. Ich will das eigentlich auch nicht. Ich bin eigentlich mehr so, wo ich sagen muss, easy. Das Private ist privat, was öffentlich machen, das hat ja nur mit mir zu tun, so in dem Sinn. Und, verstehe ich total. Bist du eine Schweizerin oder eine Albanerin? Albanerin. Albanerin. Ah, das passt zum Bild. Oder so ist aber nie meine wirklich, das ist nicht wirklich. Das nehme ich einfach unter. Hättest du überhaupt die Möglichkeit, eine Schweizerin zu haben? Oder wäre das von dir aus so, du, hey, schau mal, das... Von meinen Eltern aus 100%. Die haben immer gesagt, schau, viele machen den Fehler, die hören auf die Eltern.
ist auch schön, absolut, ich bin nicht dagegen. Aber ich meine, wenn meine Eltern sagen, nimm mir Albanerin, damit ich es für meine Eltern mache, vielleicht ist es auch schön, easy, es könnte auch klappen, aber meine Eltern, die wären vielleicht nicht, keine Ahnung, 120. So, und irgendwann gehen die, und dann bin ich allein mit einer Frau. Ja. Und ich habe es nur für meine Eltern dann gemacht, und dann fängt es mir wahrscheinlich an zu bereuen. Und deswegen habe ich immer gesagt, schau, ich muss mit einer Frau glücklich sein. Meine Eltern, wenn sie mich glücklich sehen und mich glücklich sehen, werden sie auch glücklich sein. Ob es eine Schweizerin ist, egal was es ist, das hat eigentlich nichts damit zu tun, solange es eine Frau ist, die meine Eltern respektiert und alles ist gut. So, dann meine Eltern eigentlich nichts mehr wählen. Ich meine, ich kenne x Leute, die Frauen genommen haben, die dann ihre Eltern beleidigt haben oder Probleme haben mit den Eltern. Das ist dann das blöd, ist schlimm, das ist dann scheiße. Ja. Aber so, wenn ich jetzt weiss, meine Frau respektiert meine Eltern, ich respektiere ihre Eltern, ist doch alles easy. Ob sie Schweizerin ist, Albanerin ist, keine Ahnung, Kongo, egal. Das ist ja gleich. Es muss einfach stimmen. Ja, die Liebe muss im Vordergrund. Voll. Ist es denn nicht die, die würdest du heiraten? Das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, eine Garantie dafür gibt es irgendwie nie. Aber klar, ich bin 22, ich bin noch jung. Nicht, dass ich sagen muss, jetzt muss ich mich entscheiden. Klar, eben. Viele machen den Fehler, dann mit 22 ja. schon Kinder. Also, heiraten schon lange dann schon. Ich lasse auf mich zukommen, es kommt, wie es kommt, sage ich immer so. Aber Kind könntest du dir vorstellen? Ja. Also Familie, du stehst schon als klassische. Ich will vier Kinder. Aber gerade so viel? Ja, ja. Oh, da, aber jeder muss da hat meine Frau etwas vor. Ja, anfangen, du. Vier Kinder müssen sein. Am liebsten vier Söhne. Vier Söhne? Vier Söhne, vier Bänder Juniors. Dann kannst du deine Autoliebe mit ihnen teilen. Ich muss dann vier Autos kaufen, wird nur ein teurer Spass. Das hat ja dein Papi vorgelegt, oder? Unglaublich. Ich dachte, was müsste ich machen, dass mein Vater das gemacht hätte? Dein Vater hat dir ein Auto geschenkt, irgendeinen, ein X6, mhm. von dem, was du immer geträumt hast. Und das, obwohl du so ein richtiger Schlingel warst in der Schule oh, ja. und aus der Sek rausgefallen bist und so. Das ist... Wie hast du dir das verdient? Ich weiss eben heute noch nicht. Hast du nie gefragt? Ich habe meinen Daddy mal gefragt. Ich so, Dad, du hast mir damals ein Auto gekauft. Wieso hast du das gemacht? Wenn es ein Auto war für 1'000 Stutz oder 2'000 Stutz. Haben wir es übrigens, gell? Das ist es, das Wunderschöne. Mein Baby. Dein Baby? Mein Baby. Das sagst du ihm so? Absoluter Baby. Hat deine Freundin kein Problem damit? Ab und zu, ich wirklich, regt sich einfach auf ab dem. Weil ich das wirklich so viel Liebe. Total nerven. Wirklich? Ja. Ey, das ist eine Liebe. Das, ist mein... das Auto hat mich noch nie im Stich gelassen. Ich bin mit dem schon 6 Mal auf Kosovo, zurück von Kosovo. Nicht. Ich bin mit dem in der schlimmsten Ecke der Schweiz gewesen. Nie. Da muss ich den Baby nennen. Das ist wie das Leben. Aber es ist strange. Ich habe meinen Vater gefragt, also, Papi, ich habe Sek vermasselt. Ich habe die Lehre, okay, abgeschlossen, alles tiptop. Aber ich meine, nur schon wegen der Sek hättest du mir gar nicht das kaufen sollen. Und ich bin nicht lange von der Sek weg. Es war ja mit 18. Also, was bin ich? 2 Jahre vorher bin ich von der Sek weg. Also, schau, ich habe gesehen, okay, du bist dann, hast doch noch den Weg gefunden. Mhm. Und dann habe ich gesehen, du bist auf dem grünen Zweig. Da habe ich gedacht, okay, wenn ich dich noch belohne mit dem, wirst du sicher das schätzen. Und das ist wirklich so. Ich habe dann jeden Scheiß, den ich machen wollte, oder irgendwie mit Kollegen etwas Blödes machen, habe ich immer daran gedacht, ey, nein, mein Dad würde das nie wollen. Er hat es einfach so gekauft. Er hat gewusst, er macht sein Ding noch. Er schafft die Kurve, er packt die Kurve, hat sie auch gepackt. Und dann habe ich gewusst, egal was er machen wollte, immer gedacht, oh nein, mein Dad wäre enttäuscht von mir, machen wir es nicht. Und es war fast so eine therapeutische Sache, gewesen, eigentlich, das Ganze. Für ihn vielleicht nicht. Psychologisch für mich sehr extrem. Höchststehende ja. Massnahmen, extrem. Die er da gesetzt hat. Er hat wahrscheinlich gar nicht so wählen. Er hat gedacht, ich kaufe ihm so ein Auto, er will einen BMW X6 und ich kaufe ihm das. Aber für mich ist es wirklich extrem psychologisch, als mega Unterstützung, dass ich nicht blöde Sachen mache. Extrem. Du, aber ein paar Blöde hast du gemacht. Also, ja. Du warst schon ein rechter Schlingel in der Sek, oder? Ja, in der Sek habe ich einen grossen Scheiß gemacht. Eigentlich. Also, so kleine Sachen habe ich immer gemacht. Ich bin ja immer aufgefallen. Es ist immer, also, alle 3 Monate hat es Elterngespräche gegeben. Das war für mich so Gang und Gäbe gewesen, von der ersten Klasse. Was hat sie noch mal so gesagt in dem Elterngespräch? Also, in der ersten Klasse hatte ich dann haben die Lehrer Sorgen gehabt, weil ich dann so. Ich bin ein riesiger Fan von Waffen. Nicht so, um zu schiessen, sondern einfach so anschauen, die Technik, das gefällt mir. Ich bin ein Technik-Freak. Mich interessiert bei den Autos nicht viel, auch optisch, klar, bei den Autos interessiert mich das Optische, aber mehr so der Motor. Wie funktioniert er? Was ist die Einspritzung? Was ist das? Das hat mich auch immer bei den Waffen interessiert. Wie funktioniert eine Waffe? So. Ich wollte nie auf den Schiessstand gehen oder so. Mache ich auch, aber nicht oft. Und da habe ich dann mal in der ersten Klasse über Waffen erzählt und die Lehrerin hat das gehört, ein Erstklässler über Waffen und weiss, was ein Glock 19 ist. So, ein Glock 19 ist von der Polizei, die Waffe in Österreich, Deutschland. Und dann hat sie meinen Vater gerufen, so, wo weiss ich, die Söhne, die Waffen? Vater so, ich habe keine Ahnung. Ich habe mit ihm noch nie über Waffen geredet. Ich war erst los. Und dann würde das niemals machen. Und so Sachen eigentlich, so Elterngespräche über er ist laut, also unruhig. Ich habe ja ADHS gehabt.
Also immer noch, ich habe ja jetzt noch ADHS. Also, dass ich das nicht habe, verschwunden ist. Also, ich bin höchst hyperaktiv. ADHS immer ganz schnell erklären. Also, ja. Das äußert sich in erster Linie in dem, dass du sehr gibbelig bist, ja. Sehr oft nervös, schnell redest. Das merkt man, das ist ein unglaubliches Sprechtempo. Das hat sehr viele Vorteile. Also, ja. Bringst sehr viel Info in kurzer Zeit über. Ja, voll. Und das ist eben, ich durfte damals auch in der Schule Spielzeug auf dem Tisch haben, so ein Böllen, wo ich spielen kann. Ich bin immer unruhig gewesen, auch jetzt noch. Also ich habe nie, jetzt kann ich es, weil jetzt ist die Sendung und so, aber sonst, wenn ich am PC bin oder so, bin ich mit dem Bein, tut immer so anlangen, die ganze Zeit, den ganzen verfluchten Tag. Und eben, das sind so Gespräche gewesen, unruhig, er stört den Unterricht, das mit der Waffe und das in der Säcke ist das Schlimmste gewesen. Und da hat meine Mutter auch wirklich so nichts mehr in mich gesehen, wirklich keine Hoffnung mehr. Da habe ich einen Sachschaden gemacht von 60'000 Stutz. Okay, wie schafft man das, 60'000 Stutz Schaden am Schulhaus zuzuführen? Also es war so. Es sind ein Klassenzimmer, nebendran nochmal eins. Und ich war in der im Deutschunterricht bei unserem Hauptlehrer. Nebendran, Parallelklasse, und die hatten Turnen. Und eine Stunde vorher haben sie so geschnipselt und alles so Fötzeli am Boden gehabt. Und ich war dann unruhig, wie immer. Und der Lehrer so, Bendri, los zu, über. Gehst du wischen? Und du kommst nachher, nach einer Stunde fertig ist, dann könnt ihr eh heim gehen. Dann fangen wir wischen und irgendwie hat bei mir irgendetwas im Hirn nicht mehr richtig funktioniert. Ich weiß nicht, was los ist. Ich bin einfach irgendwie so in so einem Wahn drin gewesen. Habe ich Edding-Stift genommen, so einen dicken, mit einem riesen Filzstift da vorne. Habe ich die Wand angemalt, alle vier. Dann habe ich die Wandtafel genommen, also gehebt, so einen Metallteil und die Wandtafel gerissen. So eine riesige Wandtafel, also die Wandtafel kaputt. Dann habe ich noch die Heizung rausgerissen. Du bist noch... Ja, ich war immer schon dick. Dann bin ich so an der Wand, die Heizung gepackt und rausgenommen aus der Leitung. Du hättest dir irgendeine Sicherung rausgehauen? Irgendeine grosse Sicherung, weißt du? Und dann bin ich einfach wieder sehr ruhig in ein anderes Klassenzimmer angeguckt, Deutschunterricht noch fertig gemacht, 10-15 Minuten. Alles gut gewesen. Am nächsten Tag Polizei in der Schule. Ich würde sagen, haben wir ihn nicht gerade abgeführt? Ja, am nächsten Tag Polizei in der Schule gewesen. Nachher ein Brief vom Jugendanwaltschaft kam. Ich war beim Jugendanwaltschaft und der Jugendanwalt dort, der hatte irgendwie das Gefühl, er ist da voll CSI Miami. Ich war 14 oder noch jünger, keine Ahnung. Der kommt zu mir, ich war am Hockey, so ein kleiner Bursch, der Tisch war höher als ich. Der kommt zu mir so auf den Tisch, tut sich so über mich anlehnen, so wie so CSI Miami. Er hat sich filmen können. Ja, wenn ich deine Fingerabdrücke finde, dann nehme ich dich doppelt dran und so. Und ich dachte, wow, relax, ich bin doch ein kleines Kind, ich könnte brüllen, wenn du so Sachen redest. So, ja, ich kann auch Knast geben und Zeug und Sachen. Ich so, ah, das habe ich noch gewusst, das kann nicht sein. Ich bin 14. 14. Ich so, sie, also Knast gibt es sicher nicht. Ja, das gibt es schon, das gibt es schon. Und es war wirklich extrem dort. Und ich habe es nie wirklich ernst genommen. Schlussendlich ist der ganze Fall aufgelöst worden, fehlende Beweislage. Und ja, dann bin ich halt einfach rausgerührt worden, weil Vertrauen nicht mehr da war. Ja. Ja. Also das kannst du ja wahrscheinlich heute noch. Absolut, ich kann es schon dort nachvollziehen. Verhaftet sonst bist du nie, oder? Im Gefängnis. Oh, doch. Über das erzähle ich auch im Stand-up auf der Bühne. Also ein Teil meines Programms ist auch das, was ich erzähle. Du darfst ein bisschen verarbeiten, was dich so in der Vergangenheit alles passiert. Ja, also ich erzähle viel von meiner Vergangenheit, viel auch von jetzt, aber natürlich immer bei mir. Ich erzähle wirklich auch über Knast auf der Bühne. Ich bin zweimal verhaftet worden, aber nur kurz. Für zwei Tage. Was hast du denn nicht gemacht? Welche Wände zerstört? Nein. Es war Verdacht auf illegales Strassenrennen. Nicht untypisch bei Albaner. Nein, es war wirklich Verdacht. Es hat nicht gestimmt. Wirklich. Die hatten natürlich den Verdacht. Und Strassenrennen kann bis zu 5 Jahre Knast geben. Das heisst, ich werde 5 Jahre von der Zelle aus filmen. Und die haben dann eben mich verhaftet. Und das war sehr schlimm. Weil ich wirklich die Vorstellungen von Prison Break hatte, vom Knast. Mhm. So mit Ausziehen vor der Polizei und alles. Habe ich alles machen. Ich dachte, es ist nur so gespielt. Ich musste mich ausziehen. Dann bin ich in die Zelle gekommen. Einfach so ein Zellenpartner am Schlafen. Ich so, oh mein Gott, was hat er gemacht? Es ist wirklich so, hä? Es ist 1:1 so, wie im Film. Und die Mama ist fast gestorben, nehme ich an. Meine Mutter hat eben am Telefon noch normal reagiert. Und ich dachte, okay, alles klar. Wenn sie so chillig drauf ist. Und dann bin ich heimgekommen und dann hat es zusammen Schiss gegeben. Aber ich habe nichts gemacht. Es war wirklich unschuldig. Und dann habe ich gesagt, Mom, ich habe nichts gemacht. Wenn ich etwas gemacht hätte, würde ich so verstandshässig wirst. Aber die könnte jeder theoretisch verhaften. Jeder, der Verdacht hat, darf man einen Tag mal mitnehmen. Egal wer. Ich so, noch ist der Brief auch gekommen. Es ist alles gut, ist alles geregelt, der Fall ist eingestellt. Und ich so, okay, ist gut.
Und dann hat sie es auch verstanden. Im Nachhinein ist dann gesagt, dass sie sich entschuldigt, dass sie sich so zusammengeschissen hat. Aber ich irgendwo verstehe es ja auch. So, wenn mein Kind verhaftet wird, würde ich gerade denken, okay, ohne Grund. Ja, passiert ja nicht. Ja, also ich meine, es ist ja auch keine schöne Vorstellung als Mami. Die Mami hat, glaube ich, bei dir sowieso eine ganz grosse Bedeutung, oder? Mhm. Meine Mom ist so alles. Alles. Ihr Wort ist Gesetz. Alles, was passiert, basiert auf sie. So. Mein Daddy natürlich auch. Ich habe mit meinen beiden Eltern wirklich ein extrem gutes Verhältnis. Aber meine Mom ist so noch ein bisschen anders. So. Sie ist so mein Stern im ganzen Leben, den ich habe und wird haben, für immer. Also, ich habe Angst vor dem Tag, wo meine Mom mal geht. So. Mhm. Das ist so meine Horrorvorstellung, die ich habe. Ich glaube, das hat jeder. Aber ich glaube, so wie ich zu ihr die Verbindung habe, habe ich glaube noch so ein bisschen Paranoia fast vor dem Zeugs. Ja. Mhm, kann ich gut nachvollziehen. Ja, wie ist denn das für deine Freundin? Ich habe es von Anfang an, das kommuniziere ich, egal mit wem ich Kontakt habe, und ich immer gesagt, schau, so was das anbelangt, bin ich ein bisschen extremer vielleicht. Vielleicht auch nicht, vielleicht kommt es nur so vor. Aber meine Mom, wenn sie sagt, du gehst nicht dorthin, ob ich 50 bin oder 10, das ist egal. Das ist ihr Gesetz, ihr Wort ist Gesetz, was passiert, basiert auf sie. Und dann habe ich gesagt, das muss ich verstehen. Wenn das nicht geht, dann breche ich alles ab. Egal was passiert. Ich könnte, wenn jemand mit meiner Mama klarkommt, dann breche ich jeden ab. Egal was passiert. Ob es mein bester Kollege ist, ob es meine Freundin wäre, ob es meine Ehefrau später wäre. An dem Tag, wo es nicht mehr geht mit meiner Mama, dann geht es mit mir auch nicht mehr. Gut, ich meine, hast du das klar deklariert? Das finde ich sehr transparent. Wie ist es denn in der Reihenfolge? Kommt zuerst Mami, dann das Baby und dann die Freundin? Oder ist es... Oh, das ist eine schwierige Frage. Also, das Mama ist klar. Mama ist... Weißt, das habe ich verstanden. Das ist Nummer eins. Und dann? Oh, wow. Also, schau, ich kann... So, wie du reagierst, würde ich sagen, ist das Auto. Es ist schwierig, es ist wirklich schwierig, weil ich ein Angebot für das Auto hatte und ich habe nicht mal dann über das Herz gebracht, zu verkaufen. Kann man es gleich stellen, gleiche Position? Ja, ich würde sagen, also in deinem Fall, glaube ich, ist das wirklich es möglich. Es muss, weil ich kann nicht da Reihenfolge... Ich habe schlechtes Gewissen... Ja, das auch. Und meine Freundin auch gegenüber, von beiden Seiten. Es ist beides gleichgestellt. Also gut ist halt, wenn du alle zusammen hast, die Mama im Auto, die Freundin im Auto, dann ist mit dem Baby. Macht das glückselig machen, ist das wahrscheinlich. Das ist dann, der Tag ist dann schon dann gelungen. Es kann kein schlechter Tag mehr werden. Du, von dem verstehe ich sehr gut, dass du heute Autoverkäufer bist. Das ist ja auch so eine lustige Geschichte. Wie kommt man denn dazu? Du machst so unglaublich viel Geld auf Social Media. Du machst Klicks ohne Ende. Es geht ab wie blöd. Du bist Werbebotschafter, kannst Filme machen. Davon träumen alle. Wie sie Schauspieler haben das mit 50 nicht erreicht. Und dann bist du Autoverkäufer. Ja, also bei Cartrade bin ich reingelaufen zum ersten Mal als Kunde. Ich wollte mein neues Auto dort kaufen, das ich jetzt habe. Also ich habe jetzt beide. Meinen ersten Schatz und meinen zweiten Schatz jetzt. Und dann... Sie reden vom Auto. Einfach das ja, klar. Ja. Doppelbeziehung. Auto habe ich zwei Beziehungen. Und dann bin ich reingelaufen. Ich so, schau, ich will das Auto, diese Farbe. Such mir doch etwas. Ich spreche, habe mein Auto gefunden. Dann habe ich gesagt, komm mal, nimm ich. Und dann sind wir eben mal das Thema zusammengearbeitet. Und ich dachte, ja cool, ja, ich habe nie mit einer Garage zusammengearbeitet. Autohandel. Ich dachte, das ist eh eine coole Sache, kann man viel machen. Auch. Ich so, sehr gerne, wenn du noch etwas, je nachdem, vielleicht können wir Preise etwas machen und alles normale ist, normale Sache eigentlich, normale Gespräche. Und dann plötzlich hat es geheißen, ja, sind wir eben auf das Thema dann gekommen, zusammenarbeiten. Und ich so, ja, wie meinst du zusammenarbeiten? Ja, mach mir bandedcars.ch und lass deine Kunden über dich laufen. Ich so, okay, mal. Und ich habe natürlich, ich habe viel zu tun gehabt, das ist klar, auch jetzt noch viel zu tun, aber für mich ist so, ich denke, ich bin jetzt 22. Ich kann mir ja jetzt mal so wirklich, so auf Deutsch gesagt, den Arsch aufreißen und mal richtig Gas geben. Klar, ich habe nicht viel Freizeit, überhaupt nicht. Ich bin am Abend erst um 9, 10 Uhr daheim, am nächsten Morgen um 7 Uhr wieder auf der Beine. Also es ist nicht mehr so, dass ich jetzt den ganzen Tag hänge. Aber ich dachte so, ich bin 22, ich habe Zeit, ich habe noch null Verpflichtungen jetzt noch, mit Kindern und so Zeugs, habe ich alles noch nicht. Da habe ich gesagt, ja easy, ich kann ja. Und mir geht es ja gut gesundheitlich. Und auch nicht immer so gewesen. Und, das ist ja ein guter Punkt, ja, voll. Oder? Das Leben hat das auch voll. Schon anders gemacht. Ja. Deswegen habe ich auch Pause mit den Videos momentan. Also, das ist immer noch der Grund. Auf jeden Fall, ja. Also, jetzt musst du jetzt schnell erklären, was ist denn gesundheitlich denn so schwierig, dass das einen Impact hat auf deine Social Media? Ich hatte Anzeichen auf Burnout. Das grosse Anzeichen auf Burnout. Also ziemlich gute Voraussetzungen für Burnout. Ich bin mit 19 ist der ganz grosse Hype losgegangen. 20, also 1920 so in dem Sinn, gerade übergegangen. Und dann zwei, drei Jahre lang die ganze Zeit, ein Termin nach dem anderen, dort einen Auftritt, dort einen Auftritt. Ich habe am Abend hatte ich ab und zu zwei Auftritte hintereinander, Double Booking.
dann bin ich habe nie richtig geschlafen. Ich bin am 4. Morgen geschlafen, am 1. erst aufgestanden. Mittagessen oder zum Morgen war so beides. Das Nachtessen irgendwo, McDonalds, weiß ich wo, am 4. Morgen. Und mein Körper hat das mitgemacht, das Zeitchen. Und einmal bin ich dann zusammengekracht. Und da wusste ich, gewusst, dass ich sicher nicht ein gutes Zeichen habe. Ich war in der Küche, aufgestanden am Morgen, und ich habe jetzt schon gemerkt, dass irgendetwas stimmt nicht. Aber vielleicht ist es nur, weil ich zu viel geschlafen habe. Und ich habe dann gewusst, nein, es kann nicht sein. Die haben Tage so gelebt. Es kann sein, dass ein Tag auf den anderen anders ist. Und dann bin ich zum Arzt gegangen. Also ich bin ohnmächtig geworden und bin wieder aufgewacht. Meine Mama war daheim. Und dann bin ich zum Arzt gegangen, hat er da Blutanalyse gemacht und Zeug und Sachen, jede Analyse. Hat gesagt, schau, machst du ein Jahr so weiter, hast du wieder einen Herzinfarkt oder Burnout? Und dann wusste ich, also, Gesundheit geht über alles. Ich würde niemals für kein Geld auf der Welt meine Gesundheit abgeben. Mir ist wirklich immer gut gegangen. Ich habe keine Grippe gehabt. Ich bin von meinen alten Kollegen, ich habe nie Grippe gehabt, nie erkältet gewesen, egal wann. Ob Winter, Sommer, ich habe keine Allergien, nichts. Auch kein gesund, obwohl ich nicht wirklich dünnst bin. Meine Blutwerte, die Blutzuckerwerte sind perfekt, hat der Arzt gesagt. Jetzt, momentan. Und auch immer so gewesen. Und plötzlich dann ist es so. Und ich dachte, nein, es kann kein Zufall sein. Und dann habe ich eine Runde mal runtergeschraubt. Auch nicht besser geworden. Also meine Blutwerte waren immer noch schlecht gewesen. Und dann habe ich gesagt, schau, ich tue einfach jetzt mal ein bisschen die Notbremse ziehen. Weil es macht keinen Sinn. Also ich wollte mich nicht mit 22 kaputt machen. Oder Depressionen kriegen. Wenn das Burnout ist. Ja, und das, ich kenne zwei Leute, die Depressionen gehabt sind, die auf Drogen umgestiegen sind, drogenabhängig geworden sind. Ich bin total anti so Zeugs. Ich bin weder mit Alkohol, ich bin weder mit Drogen. Das heisst, was sollte ich denn? Mich kaputt machen mit 22? Klar, ist ein Reiz, aber man kann Geld verdienen und dann kann ich mir später alles leisten. Ja, schön. Aber ja, was bringt's? Du dann depressiv bist, was willst du mit all dem Geld machen? Eben, voll. Bringt und dann ich gesagt, nein, das lasse ich sein. Ich kann machen, was ich will. Ich habe ja das Fundament. Das Facebook-Profil bleibt. Ich habe dann wieder Videos angefangen, wenn ich Lust habe. Und ich habe dann immer wieder Videos gemacht. Aber dann hat es wieder Anfragen angefangen zu rebeln und gerade dann so wieder den Stress in mir gehabt. Und ich habe gesagt, ich warte noch ein bisschen. Ich kann mir noch ein halbes Jahr Zeit nehmen und ein halbes Jahr dann loslegen. Das ist ja kein Problem. Ich verliere ja nichts. Das ist der Grund, warum im Moment immer noch coming soon. 100%, ja. Du wartest im Moment einfach mal und schaust, bis mein Körper und meine Psyche will. Alles wieder so im Lot ist, dass du kannst sagen, du vertreibst es jetzt. Ja. Eigentlich auch. Ich habe ein Video gemacht, wo ich das erklärt habe, was es war. Und die Leute haben es voll verstanden. Die Leute haben alle geschrieben, hey, schau, lade noch 5 Jahre Zeit, wenn es sein muss. Das war schön, weil das war natürlich auch für mich selber eine mega Hilfe. Weil ich nicht gewusst, Scheiße, haben die mich überhaupt noch gern? Wollen die mich überhaupt noch sehen? Und das hat mir dann alles gezeigt. Ich wusste, okay, ich kann einfach noch wirklich in Ruhe Zeit nehmen. Das hat mich natürlich auch noch gestresst. Ich bin natürlich immer so, fuck, ich muss Videos machen. Ich muss mehr machen. Ich habe lange keine mehr gemacht. Und dann habe ich das Video gemacht, tipptopp. Alles perfekt. Und jetzt weiss ich, okay, die Leute warten geduldig drauf. Ich meine, die können ja auch andere Sachen reinziehen, ist ja kein Problem. Ich meine, es schauen ja nur mich, die schauen ja noch x andere Leute an. Und wenn ich dann auftauche, dann sind es nur mich und gut ist so. Du hast es vorher gerade erzählt, du hast es ein bisschen mit Anzeichen von Erschöpfung gekämpft. Darum steht bei dir immer noch «Coming soon» auf deiner Seite. Ich finde es unglaublich wertschätzend, dass du die Handbremse gezogen hast. Hast du in dieser Zeit eigentlich begleiten lassen von irgendjemandem? Ja, mein Arzt. Er ist immer, ja. Hat mir privat viel geholfen. Ich habe ihn privat oft getroffen, dann auch Sonntage und alles. Also, überhaupt nicht irgendwie ein Arzt, der nur auf sein Geschäft schaut. Und dann hat er gesagt, schau, meine Kinder sind riesen Fans von dir. Und ich finde es auch cool. Und ich will nicht dich sehen, wie du abstürzt. So. Oder mit deiner Gesundheit bergab geht oder du in Drogen umsteigst. Und ich habe gesagt, schau, auf Drogen würde ich niemals umsteigen. Das würde ich nie machen. Ich weiß, ich kenne x Leute, die so abgestürzt sind. Aber ich habe einfach Angst, dass es mir nicht mehr gut geht oder ein Herzproblem bekomme oder irgendetwas. Da habe ich gesagt, schau, ich habe nichts zu verlieren. Und wenn ich es verliere, dann verliere ich es aber gerne. Auch wenn ich es verliere, sage ich ja easy, wenn ich es noch in meiner Gesundheit noch. Dann ist es okay. Und ich habe einige Sachen gemacht, wo ich nicht drauf jetzt. Ich bin nicht mehr so abhängig von Social Media, wo ich jetzt muss sagen, ich muss Videos machen, damit ich überleben kann. Ich habe vor einem Jahr, habe ich gewusst, ich habe mir vor einem Jahr die Frage gestellt, Benrit, geht das echt noch 40 Jahre? Vielleicht bin ich in 40 Jahren immer noch im Facebook oder im Fernsehsendung, keine Ahnung. Mit 62. Ich weiß es nicht, aber ich habe immer gesagt, was, oder sagen wir in 10 Jahren. Ich habe mich dann so gefragt, in 10 Jahren, was machst du dann? Hast du eine Fernsehsendung? Kennt dich vielleicht niemand mehr? Hat dich vielleicht niemand mehr gern? Was mache ich dann? Wollte ich normal angestellt sein, einen Lohn bekommen, heimgehen, tagtäglich das Gleiche ein und aus? Maybe. Ich könnte es nicht mehr. Bin ich ganz ehrlich. Und was stellst du dir denn vor in 10 Jahren? Mit 32, was machst du denn? Also ich habe mir das so vorgestellt. Ich habe mich dann auch gefragt, okay, in 10 Jahren muss ich irgendetwas aufgebaut haben. Und ich habe gewusst, ich habe
mit Social Media genug Geld verdient. Das ist kein Geheimnis, das ist klar. Und da habe ich gesagt, easy, ich habe nicht viel Geld ausgegeben, dass ich sage, fuck, ich habe kein Geld mehr. Und die einzige Investition, die ich gewusst habe, ich könnte in meiner Zukunft auf das aufbauen, ist Aktien, habe ich nicht verstanden. Aktien ist für mich total Bahnhof, ich verstehe nichts. Du hast eigentlich Immobilien. Ja, voll. Und dann habe ich ein Haus gekauft in Seebach. Der reisse jetzt Ende Februar reisse ich ab. Und dann stehen dort 14 Wohnungen drauf. 14,5. Das ist so. Das machst du aber auch mit einem... Allein. Das mache ich allein. Das machst du allein? Allein. Die beste Wertanlage überhaupt, oder, im Moment, Immobilien? Es war für mich das Sinnvollste und das Einfachste eigentlich auch. So, man kann nicht viel falsch machen dort. Klar kann man viel falsch machen, aber es ist, glaube ich, sicher weniger gefährlich als Aktien. Ganz ehrlich, so Aktien ist ein Lotto. Ja, definitiv. Und das ist so etwas handfest. Das finde ich passt gut zu dir. Handfest ist ja das, was du sonst noch gemacht hast im letzten Jahr. Du hast trotz deiner Situation entschieden, einen Film zu machen. Ja. Flitzer mit dem Beat Schlatter, da schauen wir ganz schnell hin, bevor wir auch darüber reden. Das ist ja, glaube ich, auch eine rechte Herausforderung. Meine Kunden wollen Sport wetten. Flitzer ist Sport. Es geht darum, wie lange der Flitzer auf dem Spielfeld bleibt. Auf das können doch da deine Kunden wetten. 50-50. Mit grösster Wahrscheinlichkeit haben wir sie nicht mit einem Einzeltäter zu tun, sondern mit einer organisierten Bande. Mit einer organisierten Bande. Du warst ein Coiffeur. Du hast das, glaube ich, auch geübt. Mit einem Kollegen. Ja, voll. Coiffeur ist ja. Die Hand griff und so. Aber es ist ja schon eine riesige Umstellung, oder? Im Vergleich zu dem, was du vorher gemacht hast. Abendlang Text lernen, mehrere Stunden. Hast du auch gesagt, das ist schon ein grosses Ding gewesen, extrem. Oder? Das war auch der Reiz, wie ich es machen wollte. Und gesagt, okay, das ist sicher auch stressig. Aber dort ist es natürlich geplant. Dann habe ich gewusst, dass 7 Uhr morgens fängt der Dreh an, bis um 6 Uhr am Abend. Normaler Tagesablauf, den Text muss ich können, bis morgen gut ist. Und ich habe so gedacht, ja, Bendrit, das schaffst du sicher morgen am Morgen. Lernst du es auf dem Weg dorthin, auf Lenzburg, von Zürich auf Lenzburg, eine halbe Stunde. Und dann kannst du den Text. Ich bin nachher in Lenzburg, ich habe wieder den Text können. Dann habe ich gewusst, was ich können muss. Nichts. Das heisst, ich bin da gekommen, der Dreh fängt in 3 Minuten an, ich noch in der Maske. Ich so, oh, ich habe keinen Text. Dann musste ich den Text lernen, innerhalb von 3-4 Minuten, schnell. In den ersten paar Mal, dann ist es aufgehört, weil dann war es mühsam für den Dreh. Weil die Produktion ist zahlt, die haben einen riesen, engen Zeitablauf. Und dann komme ich, wo eigentlich nicht wirklich der schwerste Job ist von allen, weil ich die Produktion, das war für mich der schwerste Job, wo ich zugeschaut habe, was für einen grossartigen Job die machen. Und dann habe ich gesagt, nein, es kann nicht sein, dass ich jetzt wegen mir, weil ich ein bisschen zu faul bin, am Abend eine Stunde vielleicht lernen, dass ich alle anderen benachteiligen muss. Da habe ich dann erst 2-3 Mal das gemacht, erst 2-3 Tage, und dann habe ich gesagt, easy. Klar ist eine Herausforderung, absolut, weil ich habe das nie gekannt. Ich habe meine Videos gemacht, Kamera aufgestellt, ohne Licht, ohne gar nichts. Ja, was gerade mir so einfällt. Ja, voll. Und es ist natürlich klar eine Umstellung, aber für mich auch eine ganz schöne Erfahrung. Auch, weil ich habe das noch nie gemacht und es war immer mein Traum. Ich habe von Anfang an gesagt, als das Video so losgegangen ist mit dem Videoding, habe ich gesagt, ich wollte irgendwann auf Leinwand gesehen sein. Mehr wollte ich gar nicht. Habe ich nachher schon alles erreicht. Dann bin ich glücklich mit dem, was ich schon gemacht habe. Ja, und weißt du, dass jetzt dich auf Leinwand gesehen? Ich habe es schon mal gesagt. Ich habe gewusst, ich habe einen riesigen Kopf. Aber dort habe ich einfach gedacht, fuck, wieso zoomst du so nah her? Das musst du doch einfach wissen. Geh ein bisschen weiter weg. Ich meine, da ist ja perfekt, dass ich ein bisschen weiter weg. Das ist tipptopp. Aber auf der Leinwand, das ist keine Ahnung, 10x20 oder so. Und dann sehe ich einfach so eine Hälfte vom Saal, von der Wand, einfach einen Kopf von mir. So, oh mein Gott. Aber die anderen Köpfe waren kleiner. Und dann wusste ich, ich habe einfach einen riesigen Kopf und einen grossen Kopf für Kinos. Dann habe ich gesagt, erstmal schaust du ein bisschen, gehst ein bisschen mit dem Zoom ein bisschen weg, musst nicht da so tun, als würdest du dein Leben gehen. Aber das finde ich so erfrischend bei dir. Wir haben das am Anfang im Clip gesehen, du zeigst auch deinen Bauch. Ich meine, du bist jetzt nicht der Mr. Sixpack und du stehst total dazu. Du scheinst einfach ein gutes Selbstbewusstsein zu haben. Ja, ganz ehrlich, ich weiss, dass ich dick bin. Spätestens dann, wenn du dich beim Spiegel nicht mehr ganz siehst. Weißt? Und ich sage dir, weißt, es ist für mich normal, weil ich gehe gerne in McDonalds. Ich esse gerne Döner. Ich esse gerne Big King XXL mit extra Fleisch. Ich mache das ja gerne. Du bist aber nicht so gesund. Ja, logisch ist es nicht gesund. Das weiss ich, denke. Aber ich meine, ich will ja das. Also weißt, nicht, dass ich nicht ungesund leben, aber ich will einen Burger.
Und ich nehme die Konsequenz aber in Kauf, dass ich sage, okay, der Gürtel muss halt ein bisschen grösser kaufen als die anderen. Ich muss halt ein X vorne dran mehr nehmen bei der Kleidergröße. Völlig easy. Ich habe nicht, ich habe kein Problem, wenn jemand sagt, ey, du Fettsack. Ist doch okay so. Ich bin ja ein Fettsack. Dass es nicht so ist. Also wenn es nicht so wäre, dann wäre es eine Beleidigung. Mhm. Aber die sind ja einfach ehrlich zu mir und ich bin ehrlich auch zu den anderen. So, ja, ich bin dick. Aber wo ist das Problem? So, solange ich mir gut geht und der Arzt sagt, mir geht es gut, meine Blutwerte sind... Sind super. Ich meine, alles gut. Was spricht dagegen? Mein Puls ist tiptop. Ich glaube, ich mein, das mit dem können wir eigentlich auch schliessen. Wichtig ist, dass man zu dem steht, wo man selber ist. Ja, sicher. Und Freude hat an dem. Und dann geniessen wir halt eben so das ein Big Mac, oder? Ich sage das an vielen Jungen. Viele schreiben mir auch, hey, look, alle mobben mich, weil ich vielleicht ein bisschen dicker bin. Sage, hey, look, geht es dir gut? Ja, voll, schreiben sie dann. Sage, ja, aber dann darf dich auf den Mensch, auf der ganzen Welt, kein anderer Mensch dich daran ändern oder irgendwie denken, muss dich jetzt dünn sehen. Solange du dir gut geht, solange du dir so stehen kannst, wie ich auch, ich schaue mal mich an. Ich bin überhaupt nicht der dünnste und überhaupt, also nicht extrem fett. Ich bin schon fett, aber nicht so extrem. Aber mir geht es tipptopp. Und alle Leute, wo ich sage, hey, look, ich stehe dazu. Haben Sie ein Problem damit? Nein. Was ist das Problem? Ja, und dann ist mir kein Problem mehr. Viele haben es dann gemacht. Ja. So Junge, ey, mir geht es tipptopp, seit ich das gesagt habe. Die sind gegangen in die Schule und gesagt, ich bin ja so, akzeptiere es, akzeptiere es nicht. Und dann haben sie gesagt, hey, mega positive Erfahrungen gehabt. Und so soll es dann bleiben. Hast du nicht wollen. Das war Bedingung von Anfang an. Hör auf. Ich so, nein. Ich habe gewusst, ein Kinodreh, die Szene drehst du 30, 40 Mal. Schön, gell? Und ich habe mir gedacht, 30, 40 Mal nackt vor einem Publikum. Nein, nicht mit mir. Nicht mehr. Und hat auch nicht gepasst, weißt du, auf die Leinwand. Weißt du, ist ein bisschen. Wegen der Größe und so, hat nicht gepasst. Nein. Ich sage, dann lassen wir es sein. Ich sage, danke vielmals für das erfrischende, unglaublich authentische Gespräch mit dir. Toll. Du wirst noch viel Grosses erreichen, da bin ich überzeugt, dass du bist. Und alles Gute. Ich danke euch. Danke vielmals. Und uns gibt es nächste Woche wieder dann mit dem Schill Bergreis. Auch ein sehr authentischer. Nicht mehr ganz so jung Mann wie der Bendit, aber sehr charmant. Schauen Sie wieder rein. Mittwochabend, 20.00 oder 22.00. Ade miteinander. A heart that's